Ich darf Sie jetzt einmal herzlich begrüßen. Ich bin ganz überrascht, dass wieder das Haus voll ist und mit lauter interessierten Gästen. Sie hat das aufgenommen, was in dieser Landschaft sozusagen unhörbar ist, hörbar gemacht. Und dafür ist sie aber sehr vielseitig und sie schaut aber auch über den Rand hinaus, beschäftigt sich mit Haiku zum Beispiel, mit diesem japanischen Wortspiel. Deshalb bin ich also jetzt froh, dass ich sozusagen die Grand Dame, kann man sagen, unserer Region, die einladen darf, die nicht nur für sich selbst Bücher schreibt und Literatur noch und noch, sondern sie gibt das auch weiter in Form von Kursen mit Kindern, wo sie also Talente heranbildet. Durch die Möglichkeit, dass sich Talente also präsentieren können, das ist genauso wie bei uns bei der Malschule, wird das gefördert. Und in diesem Sinn möchte ich Sie auch sehr herzlich bedanken für diese Arbeit. Die Muse und ich. Als mich völlig überraschend die Muse mit einem anhaltenden Kuss bedachte, legte ich alle Handarbeiten in die Lade, verstaute ich das Werkzeug im Werkzeugkasten, lehnte ich den Laubbesen in die Ecke, sperrte ich die Gartengeräte im Schuppen ein, schloss ich die Küchentüre für immer, sperrte ich die Kellertüre ab und warf den Schlüssel weg, verräumte ich die Putzmittel im Putzschrank, verschloss ich die Haustüre von innen und stieg mit meiner Muse in den Elfenbeinturm, wo ich zur Schreibfeder griff und seither schreibe, 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 immer die Muse im Nacken und nicht müde werde zu schreiben. Von Zeit zu Zeit lasse ich das Geschriebene aus dem Fenster fallen, wie einst Rapunzel ihr Haar. Die Emotionalität kann man sich wie eine Palette vorstellen. Wir haben heute schon von der Palette gesprochen, ja, von der Vielfarbigkeit. Ja. Und je stärker die Farbigkeit dann ist, umso stärker ist die Emotionalität auch gegeben. Es kann natürlich auch überladen sein, aber ich glaube, bei Erich ist es so, dass er die richtige Empfindung für die Farbe hat. Ich bin also davon sehr angetan, vor allem wenn man weiß, dass Erich Biefel ein Autodidakt ist. Ich meine, ich weiß als Fachmann, was da alles schiefgegangen ist, ne? In der Kunst. Man fängt zuerst als Realist an, weil man will ja zeigen, was man kann. Ja? Aber das ist kein Realismus, das ist gleich ein Impressionismus, das ist gleich ein Expressionismus und jetzt geht er weiter mit informeller Kunst und so weiter und es gelingt ihm. Er hat noch keine Spannungen und das, finde ich, ist das Wunderbare und das ist dieses amerikanische Element, ne? Das ist einfach probieren, ja, und machen, ja. Und so unkompliziert auf der einen Seite sind seine Bilder, ja. Auf der anderen Seite, wenn man sich dieses Lokal da anschaut, diesen Figaro neben der Edenbar, neben dem Bild vom Stephansdom, da ist so eine Dichte von Atmosphäre drinnen, ja, dass man sagen muss, ja, das ist es, da kann man nichts mehr dazu sagen. Und das ist Sinn der Kunst, das ist Sinn der Bilder, dass man nämlich verstummt. Ja. Und in diesem Sinne gratuliere ich dir und bin sehr froh, dass du bei mir ausstehst. Danke, mich weiter. In Wien, da habe ich ein Gedicht rezitiert, die Leute haben es zerlegt gleich, sprich analysiert, haben es umgedreht und eingedreht, verglichen voll Lohm und sofort in die Schublade ins Nordenkastel geschoben. Ich war in ihren Augen ein früher erkannt,
und andere haben drinnen den Handke erkannt. Am Bernhard haben sie rausgekehrt, ehrlich war und in Nöstlingen war ich vom Weinviertel gar. Auf jeden Fall, es war unschwer zu spüren, die Wiener, die Hirne gedicht mit dem Hirn. Im Waldviertel wollten sie Gedicht nachhören. Da haben sie euch bald angefangen zum Rehren und zum Blären, wie ich die verlorene Heimat beschreibe. Da zittern die Eltern gar am ganzen Leib. Sie haben es demonstriert in ihren seelischen Schmerz, die Waldviertler ihren Gedicht mit dem Herz. Im Weinviertel habe ich Gedicht aufgesagt, es hat jeder zugehört, hat keiner was gesagt. Ich habe daraufhin gefragt, hat eine Lesung nicht taugt und langsam habe ich sie rausgesagt. Ja, wenn es gereimt war, haben sie umeinander gedruckt. Ja, wenn es im Mund war, haben sie dann rausgespuckt. Und wenn man dazu an ein Loch kommt, war die Weinviertler Welt für uns kugelrund. Ich habe mir gedacht, ganz kaum in der Stühle, die Weinviertler hören ein Gedicht mit dem Gefühl.